Und damit ein herzliches Willkommen schon zur 11. Folge von This Means War. Ja, die 11. Folge schon. Und ja, wenn ihr sehen könnt, was ich sehe, dann habe ich volle Rotquecksilber-Sammler. Weil ich nicht nur Sammler, sondern volles Rotquecksilber-Alles. Meine Sammler sind voll. Der bewegt sich nicht mal mehr, weil er komplett voll ist. Und die sind auch komplett voll. Das heißt, wir müssen jetzt Rotquecksilber ausgeben. Und wir nehmen nämlich auch direkt 350 und holen uns den Raketenschützen auf Stufe 3. Das dauert, glaube ich, müsste uns angezeigt werden, einen Tag, genau zwei Tage. Und jetzt schaut euch mal an, was mit meinem Rotquecksilberlager passiert. Wenn ich hier meine Rotquecksilber-Sammler entsammle, dann irgendwo müsste noch einer stehen. Ich habe erst drei entsammelt, da steht noch einer. Zack. Zack. Einfach so. Schon wieder 350k drin. Ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Genauso wie mit dem, also das Erste, was wir definitiv machen müssen, irgendwas Teures upgraden. Und da ist mir letztens aufgefallen, ich kann schon wieder gar nichts Teures upgraden. Also nicht wirklich zumindest. Ich könnte hier die Dinger noch auf Stufe 6 bringen, aber ehrlich gesagt, brauche ich das nicht. Gerade zumindest, wüsste ich nicht wofür. Das kann ich alles nicht upgraden. Das kann ich auch nicht upgraden. Haben wir gerade schon geguckt gehabt. Die normale Kaserne geht leider auch noch nicht upgraden. Die Verteidigungsgebäude sind auch alle, soweit es geht, auf dem höchsten Level. Das heißt, wir müssen definitiv jetzt für 500k unser Kommandozentrale ausbauen. Und dazu müssen wir angreifen gehen, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Und vorher sammeln wir aber This Means War Gewinne im Mehrspieler-Machtmodus. Mehrspieler-Machtmodus, auch nicht schlecht. Macht und Monet, das Mehrspieler-Machtmodus. 25 Matches gegen andere Spieler. Zack. Nehme ich mit. So, dann schauen wir aber nochmal hier rein. Und nein, den Fight wollte ich euch gar nicht zeigen. Egal, dann schauen wir uns den halt auch trotzdem nochmal an. Ähnliche Strategie. Wieder von links mit der Karre reingefahren, vorgespult. Und dann, wenn wir drinnen sind, Hacker released. Und die Hacker tun ihren Rest dazu beitragen und nehmen einfach alles mit, was dort liegt. Das brauchen wir uns nicht zum Ende anzugucken. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Es wird langsam zur Gewohnheit, dass ihr immer erst ab der zweiten, dritten Minute Sound habt. Zumindest In-Game-Sound. Und ich muss die anderen Kopfhörer aufziehen, damit ich den Live-Sound auch höre. So. Und jetzt zeige ich euch den Fight, den ich euch eigentlich zeigen wollte. Oh mein Gott, ist das laut. 324k Rotquecksilber. Das ist ja schon Clash of Clans Loot. Und ihr seht das, er hat seine Verteidigungslinie ganz vorne stehen. Und hat wirklich eine stärkere Verteidigungslinie als ich, weil er einfach viel, viel stärkere Verteidigungsgebäude hat. Und das ist ja unglaublich laut auf meinem Kopfhörer. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund sogar. Und ich nicht, dass ihr es hört, dann würdet ihr es doppelt hören. Und ich mache wieder dasselbe und gehe halt diesmal mit einer richtigen Armada Hackern raus, weil ich mir dachte, ey komm, ist egal. Diesmal nimmst du sie einfach alle. Seine Lager stehen ganz vorne und ich habe schon 150k mitgenommen, weil ich einfach nur seine 9er Rotquecksilberlager leer räume. Ich habe einfach nur 2 Rotquecksilberlager. Da kommt die nächste Armada-Hacker und ich habe quasi schon alles. Er hat nur noch 13k von dem Rotquecksilber. Ich habe quasi schon alles mitgenommen. Vorrat hat er nicht viel am Start, seht ihr. Und ich habe ihm, glaube ich, echt richtig viel geklaut. Mich würde jetzt mal interessieren, wo er hat halt 9er Lager, wie viel da drin war. Und ich kann diese Kopfhörer nicht länger aufhalten, das ist ja unglaublich laut drauf. Ich kann da leider den Sound nicht regulieren. Und ich habe jetzt hier probiert, noch 40% zu holen. Deswegen habe ich hier jetzt noch ein paar Einheiten gedroppt. Jetzt hier nochmal eine Hackerin gedroppt. Die laufen tatsächlich komplett nach rechts. Und dann läuft die erst links rein. Aber gut, quasi keine Chance. Aber war mir jetzt auch egal, in dem Fall, ob wir das gewinnen oder nicht. Ich meine, der Loot ist ja richtig schlecker. Der ist ja richtig schlecker gewesen. Und dann würde ich sagen, führen wir einfach einen Angriff durch. Und schauen mal, ob wir was ähnlich Lukratives finden, weil wir müssen ja, gut, das ist jetzt wieder nicht machbar, weil er, nee, da kommen wir nicht dran, nee, obwohl halt viel in den Sammlern lag, aber das Problem war halt einfach, dass seine Verteidigung quasi in dem Elixier drin stand, hätte ich beinahe gesagt, es ist kein Elixier, sondern Rotquecksilber. Und jetzt machen wir einfach nochmal den Full-YOLO-Move, das sind halt nur 6er und 7er Sammler, das könnte arg in die Hose gehen, aber das ist so viel Loot. Da möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert. Mhm. Reporting for duty. Wir schauen mal, wie weit wir kommen.
Ich hätte, glaube ich, auf der anderen Seite schon sollen. Also, so sind... Ah, nee, wir kommen nicht durch. Glaube ich. Oder ein bisschen was bekommen wir. Aber ich glaube nicht alles, dadurch, dass wir ja das Pech haben, dass die... Na, man soll den Tag nicht vor dem Abend lohnen. Bisschen was haben wir schon. Ja, alles kriegen wir nicht. Aber achter Lager, das sind auf jeden Fall 100k gewesen. Damit bin ich zufrieden. Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Das habe ich gar nicht gesehen, wie viel K ich mitgenommen habe. Da muss ich noch am Tisch nochmal nachschauen. Da war das, zack, 187k. Ne? Das ist doch auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wir sind auf jeden Fall voll. Das heißt, aufrüsten, Kommandozentrale Stufe 5 bringt uns einen weiteren Vorratssammler und einen weiteren Rotquecksilberbohrer, 15 neue Mauern, ein weiteres Fahrzeug, einen weiteren Fahrzeugbunker, dann einen weiteren Kommandoplatz, eine weitere Raketenbatterie, neue Minen und neue Hijacker. Also nicht Hijacker, sondern neue Verstecke. 2 Tage, dann ist das gleichzeitig mit der Forschung fertig und wir können auch... Ach, wir können hier immer noch nichts mitmachen. So, wir müssen jetzt nochmal genau durchschauen. Können wir echt sonst gar nichts machen? Das wäre ziemlich ärgerlich, muss ich sagen, weil dann hätte ich ein bisschen schlecht kalkuliert. Überhaupt nicht gut. Das hier ist auf Stufe 1. Das geht sowieso nicht. Wir können tatsächlich, glaube ich, wirklich nur die Dinger upgraden. Und das können wir uns nicht leisten, weil wir gerade so viel Rotquecksilber ausgegeben haben, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Doch, wir können die hier upgraden. Das kostet uns aber halt auch Rotquecksilber. 100k. Und deswegen würde ich sagen, machen wir noch einen Angriff. Und suchen uns... mal einen Gegner. Okay, wir machen mal was Neues. Wir probieren einfach mal was komplett Neues aus. Okay. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also wir sehen das jetzt einfach mal aus. Wir nehmen jetzt mal nur Talon-Helikopter. Und... Hacker. Und schauen einfach mal, wie weit wir damit kommen. Ich will einfach mal ausprobieren, wie das klappt. Ich kann mir zwar nicht wirklich vorstellen, dass das klappt. Nee, keine Chance. Weil die nicht wirklich viel aushalten. Jetzt müssen wir schon jemanden finden, den wir leichter zerstören können. Aber dafür ist der Loot mit. Dann, weißt du, dann nimmt man sich so eine Armee mit und denkt sich, ja komm, greif mal jemanden an, der nicht ganz so stark ist. Und dann siehst du dann halt schlechten Loot und das macht dann ja auch keinen Spaß. Und Schleckre. Okay, passt auf. Wir spreaden jetzt die so aus. Und rennen einfach mit den Hackern an der Seite vorbei. Oh, Alter, voll in die Minen reingelaufen, oder was? Nee. Also ihr seht schon, die Helikopter einzeln bringen mir so rein gar nichts, aber dadurch, dass er seine Verteidigung halt echt richtig schlecht stehen hat. Ich meine, die Verteidigung bringt ihm ja im Endeffekt gar nichts. Und ich kümmere mich hier wunderbar um seinen Angriff quasi. Und ich will jetzt gar nicht meine Talons noch wasten, oder ich brauche sie eigentlich gar nicht benutzen, weil ich werde seine gesamten Ressourcen bekommen. Ich kann höchstens hier noch... Oh, jetzt hoffen, dass die nicht nach hinten laufen, sondern nach vorne fliegen. Ich spiele jetzt einfach nochmal hier so ein paar dazu. Vielleicht kriegen wir wenigstens einen von seinen Towern down. Oh, immerhin. Aber ihr seht, wie viel Schaden die reinkriegen. Also quasi keine Chance. Aber dadurch, dass er halt wirklich... Das muss ich jetzt nochmal sagen, dadurch, dass seine Death wirklich so retarded ist. Ich hoffe, er schaut sich diese Wiederholung an. Und lieber Lampire 1-1, weil die Verteidigung macht so wenig Sinn, die du da benutzt. Weil du halt wirklich deine gesamten Gebäude so stehen hast, dass ich da einfach dahinter laufen konnte. Bei 51% kann ich gerne einen Recall machen, weil, ganz ehrlich. 179k nehme ich gerne. Und ich krieg einen süßen Helikopter mit zurück. Und ich weiß immer noch nicht, wieso ich den jetzt mit zurückbekomme, weil eigentlich habe ich in den Kommentaren gelesen, hat jemand geschrieben, man kriegt die Einheiten dann mit zurück, wenn sie kein einziges Mal gestorben sind. Aber meine ganzen Talon-Helikopter sind mindestens alle einmal gestorben. So, 100k. Oh komm, jetzt müssen wir ein bisschen was aus den Sammlern holen. Yay. Und dann kriegen wir den auch noch ab 12 Stunden. Und ihr seht schon, die Upgrade-Zeiten werden jetzt auch hier immer länger. Aber bisher bin ich echt noch ziemlich zufrieden mit dem Game. Würde halt sagen, wir brauchen jetzt keine lange Folge draus machen, weil wir halt alle Bauarbeiter beschäftigt haben, 2 schöne Fights gemacht haben. Im Clan sind wir, können wir jemanden annehmen? Noch nicht ganz so viele, ihr seht's. Mittlerweile habe ich da, ich drücke immer da drauf. Dabei muss ich ja, das finde ich noch ein bisschen blöd, um auf den Clan zu kommen, hier drauf drücken. Ich habe hier einen
Mitglied, der heißt Archono, da ein Shoutout zu dir, falls du diese Videos auch schaust. Den habe ich jetzt mal zum, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wo kann man das nachschauen? Degradieren, abfördern. Zu was befördert man die denn? Ach, zum Offizier. Also ich habe jetzt einen Offizier mit drin, der ist Headquarter-Stufe, also Kommandozentralen-Stufe 4. Und der ist halt schon ganz, also mit am längsten dabei und der ist eigentlich auch recht nett. In dem Chat ist es wirklich inaktiv, aber das stört mich jetzt auch nicht, weil wir, glaube ich, alles Clash of Clans-Spieler sind, die das nur so nebenher spielen. Und, bisher sind wir ja 6 Leute, aber alles ganz entspannt. Es wird ein bisschen gespendet und, wir könnten uns eigentlich mal von den neuen Mitgliedern die Dörfer anschauen. Da, nicht auf Entfernen. Aus Versehen fast ein Mitglied rausgeworfen. So. Ist auch noch ganz frisch beim Spiel, würde ich sagen. Die Mauern sind nicht ganz so clever gesetzt. Die würde ich dann vielleicht lieber, da würde es sich, glaube ich, sogar eher lohnen, die vorne im Kreis, vorne einen Strich hinzusetzen. Und bei dir ist dieselbe Clash of Clans Fehler. Du musst dein Hauptquartier hier nicht schützen. Also wirklich, schützt lieber deine Ressourcen, weil dann kannst du viel besser dein Hauptquartier schützen, indem du höhere Verteidigungen baust, weil du mehr Ressourcen übrig hast. You know, look me into the eye, you know, richtig. So, dann schauen wir nochmal den letzten an, der auch noch mit neu dazugekommen. Ey, sag mal, warum drücke ich denn jedes Mal da drauf? Das sieht für mich so aus, als könnte man da, kann man, aber sonst kommt man da anders auch nicht hin, ne? Man muss über das Gebäude hier gehen. So. Wer ist denn da von denen noch neu? Ah, egal, schauen wir uns das nächste Mal an. Ja, und ich würde sagen, sonst war es das, glaube ich, auch an der Stelle. Und das Einzige, was ich noch nachschaue, jetzt gerade mal unter Top-Regionalspieler, wie viele Pokale der oder Medaillen der eigentlich bräuchte, um da in die Top zu kommen? Okay, ne, da braucht er noch ein bisschen mehr. Aber immerhin hat er schon über 1700, das ist auch schon mal ganz geil. Ich bin immer noch bei meinen 555, bin eigentlich echt zufrieden, Loot ist super. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play von This Means War, Folge Nummer 11. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!